Wow, was für eine tolle Frau, ja. Und sie hat eine Geschichte zu erzählen, die wirklich ganz toll ist. Eine wunderbare, tolle Figur. Und sie hat mir erzählt, na ja, es waren so ein paar Kilo, die ja eigentlich immer ziemlich auf den Geist gegangen sind. Und die ist sie jetzt los, ja. Wenn du dich mal kurz vorstellst. Ja, ich bin die Birgit aus Saarbrücken, habe vor 4, 5 Jahren mit dem Body-Meet-Programm bei der Frau Dr. Thiel angefangen und halte mein Gewicht eigentlich immer dadurch, dass ich auch immer zwischendurch mal verschiedene Tage einlege oder Mahlzeiten ergänze. Ja, du bist eine aktive Frau, richtig? Ja, natürlich, ich mache gern Sport, ja. Genau, und da waren so ein paar Kilo. Du hattest denn leicht über, ich sag mal, über leicht über 60 Kilo, darf ich das sagen? Ja, knapp die 70 überschritten, das war dann so das rote Tuch. Gut, die knapp über 70 überschritten ist leicht über 60. Da sind wir uns einig, ja. Es Ja. ist so, es gibt so Problemzonen, nenne ich jetzt Ja. mal. Und dann hat man sich ja so, ich sag mal, ans Leben so ein bisschen gewöhnt und dann sind Ja. so die letzten Kilos zu verlieren, ja. Und es geht um Ja. wenige Kilo, ja, die einem Ja. wirklich trennen. Wir sprechen dann oft den Kleidergrößen, oder? Ja, gut, es war dann, nachdem die 40 zur 42 tendiert hatte, war eigentlich, wie gesagt, für mich Schluss. Da musste irgendwann nochmal die 38, 40 her, ja. Okay, und das hast du geschafft. Natürlich. So, ja, dann war dein, ich sag mal, dein Topgericht waren, glaube ich, 63, hast du gesagt, stimmt das? Das waren 63 Kilo. Also wie ich hatte ja 2 Monate das Body-Meet durchgeführt, bin dann von 71 Kilo auf 63 Kilo runter. Ja. Da kommen wir gleich mal dazu, wie schwer einem das fällt, ja. Und du hast jetzt so ein bisschen etwas zugenommen. Du bist jetzt so, ich sag mal, so bei 65, 66 ungefähr. Ja, so 66, 67 Kilo in Okay. etwa. Hängt davon ab. Also Ja. du gehst hin und wiegst dich wie oft die Woche? Normalerweise einmal die Woche. Einmal die Woche. Ja. So ist es ja. Da ist so eine kleine Pyramide. Wenn du mal ganz kurz zur Seite trittst, dann Ja, zeige ich die ja. mal gerade. Die kennst du, oder? Natürlich. Klär mich mal auf. Da unten steht reichlich. Ja, das macht satt, hat wenig Kalorien, viel Ballaststoffe, sehr gesund. Weiß man eigentlich, oder? Ja. So, und da oben drüber, da ist Eiweiß. Ja, ich achte schon drauf, dass es mindestens 1 bis 2 Mal die Woche Fisch gibt. Genau, 1 bis 2 Mal Fleisch. Ansonsten keine Wurst. Ich esse seit Jahren keine Wurst mehr. Ja, warum auch? Ja, denn wenn man Ja. weiß, was drin ist in der Wurst, ja, ist viel Fett drin, ja. Ja, sie schmeckt auch nicht mehr, wenn man sie mehr isst. Ich esse sehr viel Joghurt, Quark, Milchprodukte, ja. Das war nicht immer so. Doch. Ja, war immer so. Ich habe Ja. schon gehört, du hast dich Zeit deines Lebens eigentlich recht gut ernährt, ja. Ja. Oben drüber der Käse, bist du ein Käsefan? Ja, natürlich. Jeder Saarländer, oder? Ja, das stimmt, ja, aber Käse hat ja auch viel Fett. Ja, gut, da muss man halt an die Menge dran Die denken. Menge ist es, Ja. richtig, ganz genau. Ich stehe nämlich regelmäßig und dann ist oben in Maßen und da sind Dinge dabei, wo man denkt, die müssten ja eigentlich total gesund sein, wie zum Beispiel Vollkornbrot. Gut, Vollkornbrot esse ich. Also ich esse schon regelmäßig mein Vollkornbrot. Ich esse aber kein helles Brot. Ja. Also Fleet oder so ganz selten. Und ich esse auch ganz wenig. Also Kuchen oder sowas gibt es bei mir seit Jahren auch nicht mehr. Oder Chips schon Jahre nicht mehr gegessen. Du bist schon noch Saarländerin. Ja, natürlich. Ja, Kuchen und Chips, ja, oft, ich sag mal, es wird entsprechend geschwenkt, da ist es oft deftig. Du hast mir erzählt, so ab und zu, da wird sich schon mal was gegönnt, aber da muss man am nächsten Tag halt wieder mal zurücktreten. Genau, ich trinke ein gutes Gläschen Wein. Ein gutes Gläschen Wein. Ja. So. Ja, das System heißt BodyMeet. Es Ja. geht um die mediterrane Ernährung nach der Flexicarb-Pyramide nach Professor Dr. Nikolai Worm. Hier steht es nämlich. Und hier ist Dr. Claudia Thiel. Ja, ich grüße Sie. Hallo, Herr Herzog. Ja, das ist eine schöne Geschichte. Es geht nicht immer darum, die 30, 40 Kilo zu verlieren, sondern es geht oft darum, dass man sich wohler fühlt mit ein paar Kilo weniger. Ja, genau. Es geht einfach darum, die Kontrolle wieder über sein Gewicht zu gewinnen und sich wieder so in seinem Körper wohlzufühlen, dass man die Sachen anziehen kann, die man mag, dass man sich gerne auch vielleicht zeigt, vielleicht auch gerne ins Schwimmbad geht oder so. Also es muss nicht unbedingt immer sehr viel abnehmen sein, aber es ist für jeden was dabei. So, wir gehen mal ganz kurz. Sie haben was Tolles aufgebaut, wenn ihr mir alle mal folgt gerade mal. Denn dort ist eigentlich so, das perfekte System zum Einstieg geht oft über das Thema Leberfasten, muss man sagen, ja. Denn ganz viele Menschen haben eine nicht-alkoholische Fettleber. Ja, also wir empfehlen eigentlich für alle, die mit Abnehmen anfangen, als erstes mal die Leber zu entfetten. In 2 Wochen Leberfasten funktioniert das wirklich sehr, sehr gut. Und das ist das Programm, mit dem ich am meisten Erfolge habe am Anfang. Und da nehme ich 3 Mahlzeiten am Tag Shake zu mir und esse aber ganz, ganz viel Salat und Gemüse und wie hier aufgebaut den schönen Salat mittags mit einer schönen Vinaigrette und dann zum Abendessen hier zum Beispiel eine schöne Tomatensuppe. Also das 2 Wochen lang durchgeführt, dann haben Sie bis zu 30% der Leber entfettet und haben einfach einen richtig super guten Stoffwechsel, um dann auch weiter gut abzunehmen. Dann ist der Körper in der Fettverbrennung.
Ja, es gibt noch ein Produkt, was einem unglaublich hilft. Hepalin. Ja, Hepalin ist dann nicht für die akute, also für die Anfangsleberfasten, 2 Wochen Kur gedacht, sondern es ist sozusagen, dass die Haferballaststoffe, die stoffwechselaktivierenden Stoffe für die Leber, sind dann nochmal rausgezogen in einem leckeren Orangengetränk. Und das kann man dann nehmen, zum Beispiel als Zwischendurchgetränk für den Hunger am Vormittag oder dann auch vielleicht vor einer Mahlzeit, wenn man nicht ganz so viel essen möchte. Das ganze System muss ärztlich begleitet werden, denn es können gewünschte Nebenwirkungen eintreten, denn es kann nämlich sein, dass der Blutdruck auf einmal sinkt. Ja, das ist eigentlich ganz üblich. Bei allen sinkt der Blutdruck und halt, wir nutzen das natürlich für Menschen, die einen hohen Blutdruck haben, der schlecht einstellbar ist. Und es ist sehr, sehr eindrucksvoll, wie gut der Blutdruck runtergeht mit dem Leberfasten allein. Und deswegen begleiten wir das auch. Deswegen geht es darum, wenn jemand Medikamente einnimmt, muss man die Medikamente anpassen. Da kann man die Blutdrucktabletten wunderbar reduzieren. Ja, es gibt noch was Wichtiges, Diabetes Typ 2, wenn auch da Medikamente eingenommen werden, da geht man oft hin und geht hin und reduziert zu Beginn der Geschichte schon mal direkt. Also beim Leberfasten, wo man wirklich 2 Wochen lang fast ganz auf Kohlenhydrate verzichtet, setze ich komplett alle Tabletten gegen Diabetes ab. Insulin natürlich nicht, da muss gemessen werden und dann angepasst gespritzt werden. Das sollte man aber nicht selber machen. Das sollte man nicht selber machen, das sollte begleitet werden. Also deswegen ist es wirklich sinnvoll, dass man da das ärztlich macht. Deswegen machen wir auch also wir geben keine Kur raus, ohne dass wir die Begleitung machen. Ja, bei dir ist es Sana Fit, sage ich mal, Ja. was du probiert hast. Und das Ganze, hat, glaube ich, begonnen mit Shakes pur, richtig? Ja gut, wie gesagt, diese 2 Tage, dreimal diese Shakes und dann nachher 2 Shakes und dann einmal halt eine normale Mahlzeit. Ja, die normale Mahlzeit haben wir hier mal gezeigt. Es geht um mediterranes Essen. Und hier vorne haben wir eine ganz tolle Mahlzeit aufgebaut. Ist das so der Prototyp einer möglichen Mahlzeit, die man gerne zu sich nehmen darf? Genau, das ist der Prototyp, das ist das Tellerprinzip. Hier haben wir die Hälfte des Tellers, ist Gemüse oder Salat. Ein ganz klein bisschen Obst dürfte da auch dabei sein. Dann haben wir die andere Seite des Tellers mit dem Eiweiß, was überwiegen sollte. Und eine kleine Ecke unten ist die Luxusbeilage, wo wir die Kohlenhydrate dann einsetzen können. Nachgeschmack, Kartoffeln sind natürlich optimal, weil die auch basisch sind. Kann man aber auch Nudeln und Brot nehmen. Also so, dass man eigentlich auf nichts verzichten muss. Man könnte in diesem Bereich auch die Süßigkeiten reintun. Ja, es gibt was ganz Tolles. Es gibt unglaublich viele Geschmacksrichtungen. Und da frage ich mal direkt die Birgit, was ist denn dein Favorit? Vanille. Vanille. Du bist ein Vanilletyp, ja? Ja, da kann man alles reintun. Also wenn man dann nachher mal ein bisschen weiter ist, kann man auch ein bisschen das mit Obst mischen und dann hat man noch ein bisschen anderen Geschmack. Ja, es gibt auch Sanafit Start. Was ist das? Also Sanafit Start ist das, was man in den ersten 2 Tagen macht, um den Stoffwechsel auf die Fettverbrennung einzustellen. Und das sind die ersten 2 Tage im BodyMate-Konzept, die mit dem Startprogramm anfangen. Ja, die haben dir aber, Birgit, die waren die schwersten von allen, die ersten drei, oder? Ja, weil ich gewöhnt bin, sehr viele Zwischenmahlzeiten zu essen und generell diese 3 Mahlzeiten und sonst nichts dazwischen zu schnäken, das ist schon schwer, ja. Ja, es geht auch darum, man soll, wenn man isst, ordentlich essen. Dreimal am Tag ist eine gute Zahl. Dreimal am Tag ist das, was wir empfehlen, mit mindestens 5 Stunden zwischendrin nichts essen, weil die meisten Menschen essen einfach ständig zwischendurch und deswegen sind die 3 Mahlzeiten eigentlich das, was man langfristig sehr gut durchhalten kann. Was ist denn das Schlimme am Zwischendurchessen? Also das Zwischendurchessen ist so, einmal isst man deutlich mehr, als man eigentlich braucht. Zwischendurch isst man häufig Kohlenhydrate, das heißt, der Insulinspiegel geht hoch und der Körper geht auf gar keinen Fall in dem Moment in die Fettverbrennung oder er geht dann aus der Fettverbrennung raus und in den Fettaufbau. Und wir wollen Fettverbrennung haben und das geht nur, wenn der Insulinspiegel niedrig ist und die Kohlenhydrate niedrig sind. Und das geht nur nüchtern. Ja, man kann sich auch Kohlenhydrate flüssig beschaffen, vollkommen Ja. problemlos. Ja. Das machen sehr, sehr viele. Das Thema sind Fruchtsäfte, Colas, Fruchtlimonaden. All das steht eigentlich auch auf der Verbot. Was heißt eigentlich? Also das empfehlen wir nicht. Wenn jemand Cola oder auch einen Fruchtsaft mal trinken möchte, dann bitte zu der Mahlzeit. Da passiert nicht so sehr viel, aber auf gar keinen Fall zwischendurch. Weil in dem Moment, wenn Sie Kohlenhydrate zu sich nehmen, dann ist die Fettverbrennung beendet. Sie sind im Fettaufbau und wir wollen ja Fett abbauen. Ja, es gibt auch einen ganz wichtigen Punkt. Wenn man das Programm anwendet von BodyMate, gibt es einen guten Zeitpunkt, wenn man nur einmal BodyMate zu sich nimmt, also einen Shake pro Tag. Da gibt es eine Empfehlung.
Also die Empfehlung ist eigentlich für morgens, dass man morgens das Frühstücksfasten macht. Das machen ganz, ganz viele unserer Kunden, die langfristig wirklich dann nochmal morgens den Shake nehmen und ansonsten sich tagsüber nach dieser Flexicarb-Pyramide, nach diesem Tellerprinzip ernähren und aber morgens das nutzen. Ja. Das Ganze beginnt im Kopf, das heißt das Wissen über die Mahlzeiten, wie man sich ernährt. Ja. Jetzt ist das Thema praktisch Rückfall. Das heißt, ich habe jetzt schön abgenommen mit allem drum und dran, aber eigentlich muss man sein Leben komplett ändern. Das heißt, es bringt also nichts, ich mache das jetzt und dann komme ich dann und dann geht wieder alles von vorne los. Also grundsätzlich ist es ja, ich will nicht sagen ein ständiger Kampf, aber wir haben immer die Aufgabe, uns zu kontrollieren und auch das Essen zu kontrollieren. Und es gibt immer wieder Zeiten, wo wir etwas mehr essen als normalerweise. Manchmal ist das am Wochenende, manchmal ist es aber auch ein Urlaub. Und dann haben Sie mit dem BodyMate-Konzept überhaupt kein Problem, in der Woche dann einfach wieder zu regulieren und so einen Tag einzulegen, wo Sie zum Beispiel dreimal am Tag nur shaken. Und so können Sie das ganz gut kontrollieren. Das, was Sie zu viel zu sich nehmen, relativ schnell auch wieder abbauen. Ja, du selbst hast dann eine Formel entwickelt, wenn es mal ein bisschen über die Stränge schlägt, dann hast du schon dein Programm meistens, nehme ich mal an, zu Beginn der Woche, oder? Nö, ich mache, wie die Frau Dr. Thiel sagt, ich ergänze meistens morgens dann die Mahlzeit einfach. Ah, okay. Das heißt, morgens ist am einfachsten, gell? Ja. Dann ja. Gibt ja viele, die essen morgens gar nichts. Ja, man kann dann der Zeitpunkt ein bisschen herauszögern und man kann es halt im Büro sehr gut trinken. Und wenn Sie im Büro immer die Brote auspacken, das sieht sehr blöd aus. Und Shake, das merkt man halt nicht so. Okay. Ist das schon so, die Kollegen gucken schon genau, was man macht, oder? Ja, nicht unbedingt, aber man macht es halt einfach so. Wie war denn die Reaktion? Hat man das gesehen, die Gewichtszunahme schon, oder? Ja, damals hat man es sehr extrem gesehen, ja. Ja, was haben die gesagt? Niemand, aber mein Mann hat gesagt, ich sollte jetzt nicht noch mehr abnehmen. Warum? Weil das genug war, ja. War es denn genug? Ja, es war wirklich genug. Also ja, die 3 Kilo jetzt mehr drauf ist auch in Ordnung. Ich bin ja auch keine 20 mehr. Du hast auch einen Kurs besucht? Natürlich. So, da werden wir gleich mal hingehen. Bleibt dran, wir zeigen euch mal, wo alles begann. Ja, bis gleich. Ja, hier hat alles begonnen, das Thema Bildung, Fortbildung über das Thema Ernährung, ja. Das heißt im Kurs, man ist mit anderen Leuten zusammen im System drin, man trifft auch andere, oder? Man trifft andere, man unterhält sich und das ist immer ein schönes Erlebnis. Man erfährt auch viel über Ernährung, wie viel Fett darf ich essen und so weiter, das ist immer sehr interessant. Ja, man erfährt auch etwas über das Thema Stärke im Kopf. Ja, man muss im Prinzip einen starken Willen haben, denn oft macht einem das Umfeld das Abnehmen gar nicht so einfach, oder? Ja gut, es ist sehr schwierig, wenn Sie Familie haben. Sie kochen ja trotzdem weiterhin jeden Tag das Mittagessen für die Familie. Da muss man schon durch, ja. Ja, es könnte ja auch, die Familie könnte ja auch gesünder essen, ja. Machen die oft mit? Ja. Das war ein verzögertes Ja. Der Mann ja, aber die Kinder nicht immer so. Ist ja klar, aber die Kinder haben vielleicht noch einen anderen Stoffwechsel, die bewegen sich vielleicht ein bisschen mehr mit allem drum und dran. Ja, ja, so ist es ja. Ja. Würdest du es nochmal machen? Natürlich. Jederzeit. Jederzeit, ja. Natürlich. Genau, du machst es ja aktiv, das heißt, wenn ja. du hast mir auch erzählt, morgens ist es besonders einfach, du machst dir schnell einen Shake, du bist ausgewogen ernährt, ja. Ja. Und es geht wirklich einfach, oder? Ja, genau. So. Ja, Dr. Claudia Thiel, die Kurse, die gibt es regelmäßig, richtig? Mhm. Ja, wir machen regelmäßig die BodyMate-Kurse, wir machen regelmäßig die Leberfastenkurse und es ist eigentlich fast immer ein Kurs, der läuft. Ja, mhm. Währenddessen werden die Leute auch gemessen, das heißt, ja. Die Körperzusammensetzung wird über ein exaktes Gerät gemessen. Genau, wir haben das Futrix-Messgerät, da messen wir am Oberarm die Fettmenge im Körper und das ist das, was wir auch brauchen zur Kontrolle, dass unsere Teilnehmer auch wirklich richtig gut abnehmen. Wir wollen, dass sie Fett abnehmen und keine Muskulatur und das sehen wir damit sehr gut. FDH, richtig der falsche Weg, richtig? Ja, das ist der falsche Weg, weil da esse ich auch zu wenig Eiweiß, zu wenig Vitamine, Spurenelemente, es fehlt dann was. Der Körper geht in Mangel und dann baut er seine Muskulatur ab und das wollen wir halt auf gar keinen Fall, weil das macht Jojo-Effekt. Am Ende des Tages geht es darum, sogar viel zu essen. Ja? Das heißt, man muss nur das Richtige essen. Und es geht nicht darum, wenig oder fast gar nicht zu essen, sondern das Richtige. Und davon kann man dann auch ordentliche Mengen essen. Ich habe eben so gesehen, der Salat, da war eine ganze Schüssel drin. Ja. Das ist kein Thema. Nee, das ist überhaupt kein Thema. Also wichtig ist, wir dürfen auch vom Kopf her nicht das Gefühl haben, wir kriegen einen Mangel. Und dazu brauchen wir viel auf dem Teller, damit wir uns richtig wohlfühlen. So. Ja, euch beiden vielen, vielen Dank. Steht mal kurz auf, bitte. Dann machen wir die Abmoderation. Das Ganze ist recht einfach. Es gibt eine Webseite, da kann man draufgehen, da erfährt man, wo die neuen Kurse sind und wann. Ja.
Ja, also die Webseite ist entweder das BodyMate eingeben oder bei uns im Ernährungszentrum. Da sind die neuen Kurse aufgeschrieben. Ja, ich habe noch eine letzte Frage. Wie war denn so die Herzlichkeit? Denn das Thema Abnehmen ist ja eine ganz persönliche Sache, oder? Also ich fühle mich hier sehr gut aufgehoben. Besser kann man sich nicht aufgehoben fühlen. Ja, vielen Dank euch beiden. Dankeschön. Danke.